Ich werde ja immer oft gefragt, wie man so Parallelboards anschließt. Das wollte ich jetzt einfach mal zeigen. Und zwar hier ist jetzt Anschluss 1, Anschluss 2, Anschluss 3, Anschluss 4, Anschluss 5, Anschluss 6. Diese Balanceanschlüsse, die müssen immer als erstes angeschlossen werden. Macht ihr das nicht, können hier die Platine, die kann dadurch beschädigt werden und kann dadurch kaputt gehen. Wegen einer kurzen Überspannung beim Anschließen, wenn ihr jetzt erst diese Stecker dran macht. Darum werden die Hauptstromstecker für die Akkus, die werden erst zum Schluss angeschlossen. Das heißt, wir machen jetzt erst die Balanceanschlüsse dran. So, das ist ein ganz normales Ladegerät, LiPo-Ladegerät, ein iCharger. So, als erstes schließen wir also alle Stecker an, alle Balance-Stecker. Und dabei ist es ganz wichtig, ihr dürft die nicht verdrehen oder vertauschen. Wenn ihr die einmal hier verkehrt rum einsteckt, dann brennt das Board auch durch, ist es sofort in den Arsch. Dann könnt ihr das Ding hier abreißen und müsst gucken, dass ihr euch Brücken lötet, wenn die mal durchgebrannt sind. Ist aber immer ein bisschen scheiße. So, jetzt schließen wir eigentlich das erste an. So, das ist jetzt 1. So, jetzt machen wir den zweiten. So, 2. Da sind ja so Nasen dran. Bei den Nasen müsst ihr halt aufpassen, wie ihr das da seht, diese Nasen. Ne, hier sind auch Nasen dran. Das dürft ihr halt nicht vertauschen. So, das ist 3. Jetzt kommt 4. Da ist genau andersrum, seht ihr das? So, ne, 4 kommt hier dran. Zack. Dann kommt 5. Sind jetzt übrigens alles 3S-Akkus. Das geht auch mit 6S. So, und jetzt kommt 6. So, und jetzt schließt ihr von 1 nach 6 wieder an. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Der ist 1, der ist 2, der ist 3, der ist 4, der nächste ist 5, 5 kommt jetzt hier rein. Oh, geht ein bisschen schwer drauf. So, und jetzt kommt 6 und 6 ist hier oben. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die Balanceanschlüsse. Dann ist das hier 1, der ist 2, der ist 3, der ist 4, der ist 5, der ist 6. So, und bei dem LiPo-Ladegerät stellen wir einfach ganz normal auf Balancen ein. Ich kann jetzt hier auch 10 Ampere einstellen. Die Amperezahl wird durch die 6 Akkus geteilt und die teilt sich dann gleichmäßig auf. Ja, wenn ich das habe, stelle ich einfach auf Balancen, wie wir das gewohnt sind. 3S hat er hier erkannt. Wenn euer Ladegerät das nicht erkennt, müsst ihr natürlich auf 3S einstellen, je nachdem, was ihr natürlich für einen Akku habt. Bei mir sind es jetzt 3S-Akkus, da müsst ihr bei euch schauen, was ihr für Akkus habt. Ja, und dann drücke ich einfach auf Start. So, jetzt geht er auf 10 Ampere hoch und die Amperezahl wird sich gleichzeitig auf alle Akkus verteilen. Und somit könnte ruckzuck 6 Stück gleichzeitig laden. Alles klar, Dankeschön.